Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6. Tagesordnungspunkt 6 ist der Antrag über die Vertrauenserklärung für die Landesregierung nach Artikel 101 Absatz 4 Hessischer Verfassung. Gemäß Artikel 101 Absatz 4 der Verfassung des Landes Hessen kann die Landesregierung die Geschäfte erst übernehmen, wenn ihr der Landtag durch besonderen Beschluss das Vertrauen ausgesprochen hat. Dies beantragen die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen mit der Drucksache 20-8574. Entschuldigung, ich bitte noch um etwas Nachsicht. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5. Erklärung der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten über die Ernennung der Ministerinnen und Minister nach Artikel 101 Absatz 2 der Hessischen Verfassung. Ich erteile Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Rhein, das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Bevor ich Ihnen mitteile, wen ich zu Staatsministerinnen und Staatsministern ernannt habe, möchte ich die Gelegenheit nehmen, hier vor dem Landtag denjenigen Kollegen, die aus dem Kabinett ausgeschieden sind, und denjenigen, die aus der Landesregierung ausgeschieden sind, ein herzliches Dankeschön zu sagen. Es handelt sich um Frau Staatsministerin AD Eva Kühne-Hörmann. Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann war über 13 Jahre lang Staatsministerin des Landes Hessen, zunächst in der Funktion als Ministerin für Wissenschaft und Kunst und später dann als Ministerin der Justiz. Und sie hat ihr Amt wirklich mit außergewöhnlichem Engagement und mit großem Erfolg wahrgenommen. Eva Kühne-Hörmann hat sich große Verdienste um unser Land erworben, und sie hat hohes Ansehen weit über die Grenzen unseres Landes hinaus. Sie war eine engagierte Ministerin, sie war eine kompetente Ministerin. Sie hat Wissenschaft, Forschung und Kunst in unserem Land vorangebracht. Die Museumslandschaft Hessen-Kassel ist eine Errungenschaft, die auch auf Eva Kühne-Hörmann zurückgeht. Und im Justizressort hat sie weit über die Grenzen unseres Bundeslandes Impulse und Initiativen angestoßen, die bleiben werden. Denken wir an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft, denken wir an viele andere Dinge, wie beispielsweise auch die Impulse, die sie im Kampf gegen Hass und Hetze im Netz angestoßen hat. Eva Kühne-Hörmann ist im Saal. Und ich möchte ihr ein herzliches Dankeschön im Namen von uns allen sagen. Wir bleiben zusammen, und wir werden weiter erfolgreich und mit Freude zusammenarbeiten. Denn wenn die Dinge so verlaufen, wie sie möglicherweise verlaufen, können wir sie hier morgen als neue bzw. erfahrene neue Kollegin begrüßen. Liebe Eva Kühne-Hörmann, alles Gute und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Ich möchte aber auch in den Dank einbeziehen und danken zwei Staatssekretären, nämlich Thomas Metz und Michael Buser, die sich in ganz besonderer Weise für unser Land eingesetzt haben. Beide haben vorbildlich gewirkt. Und auch Ihnen möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen für gute Zusammenarbeit, für freundschaftliches Miteinander, aber ganz besondere auch für Leistungen, die Sie für dieses Land erbracht haben. Ich wünsche Ihnen beiden für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Wir bleiben verbunden. Ich sage herzlichen Dank im Namen des Landes Hessen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrund von Artikel 101 Absatz 2 Satz 2 der Hessischen Verfassung zeige ich Ihnen nun an, wen ich zu hessischen Staatsministern ernannt habe. Herrn Tarek Al-Wazir zum Staatsminister und hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.
Herrn Axel Wintermeyer zum Staatsminister im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und Chef der Staatskanzlei. Frau Lucia Puttrich zur Staatsministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und hessischen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigten des Landes Hessen beim Bund. Frau Prof. Dr. Christine Sinemus zur Staatsministerin im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und hessischen Ministerin für digitale Entwicklung und Strategie. Nein, für digitale Strategie und Entwicklung. So rum ist es richtig. Herrn Peter Beuth zum Staatsminister und hessischen Minister des Innern und für Sport. Herrn Michael Boddenberg zum Staatsminister und hessischen Minister der Finanzen. Des Weiteren habe ich Herrn Prof. Dr. Roman Poseck zum Staatsminister und hessischen Minister der Justiz und Herrn Prof. Dr. Ralf Alexander Lorz zum Staatsminister und hessischen Kultusminister, Frau Angela Dorn-Ranke zur Staatsministerin und hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Priska Hinz zur Staatsministerin und hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie Herrn Kai Klose zum Staatsminister und hessischen Minister für Soziales und Integration ernannt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind die Mitglieder des Kabinetts, die ich, nachdem wir die Vertrauenserklärung hier erörtert haben, zu vereidigen habe. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, haben Sie herzlichen Dank für diese Mitteilung. Wir gratulieren den Damen und Herren Ministerinnen und Ministern Ihres Kabinetts und selbstverständlich wünschen wir auch mit Ihnen eine gute Zusammenarbeit.